Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, der neue Creator Code ist endlich wieder verfügbar. Das heißt, ab jetzt könnt ihr euch wieder für das Supported Creator Programm bewerben. In diesem Video werde ich euch alle Informationen dazu zeigen, wie ihr euch dafür registrieren könnt und alles weitere. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem schaut gerne auch auf dem Twitter und auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Video. Um euch dafür bewerben zu können, müsst ihr einmal auf diese Website gehen. Den Link dazu werde ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung packen und dort müsst ihr im Prinzip einfach einmal dieses Formular ausfüllen. Dafür müsst ihr einmal hier oben bestätigen, ob ihr mindestens 18 Jahre alt seid oder eben mal nicht. Wenn eben mal nicht, dann müsst ihr eine eurer Erziehungsberechtigten angeben. Die sollten es natürlich bestenfalls auch dann akzeptieren, also das dann auch wirklich bestätigen. Letztendlich müsst ihr die nicht wirklich vorher fragen, als würde nicht kontrolliert, aber ist natürlich besser, einfach Vorname, Nachname und dann nochmal schreiben, Vater, Mutter, sonstiges. Und danach müsst ihr dann einmal euren Kanal angeben, auf dem ihr über 1000 Follower habt. Das geht zurzeit leider nicht mit YouTube, das heißt, ich kann den Supported Creator Code weiter nicht bekommen. Ich frage mich, wann ich das jemals bekommen werde. Aber alle anderen Plattformen gehen, werden wahrscheinlich auch, oder die Option für YouTube wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit irgendwann gefixt werden, dass wir es auch dort dann noch bekommen können. Aber zurzeit ist es auf jeden Fall nicht verfügbar, wird irgendwann re-enabled werden. Ansonsten könnt ihr euch aber ganz normal verknüpfen. Als Beispiel kann ich hier auf die URL des Twitch-Kanals gehen, muss das dann einfach eingeben. Das heißt, einfach am besten kopieren. Also könnt beispielsweise, wenn ihr auch einen YouTube-Kanal habt, einfach auf meinen Kanal gehen und dann natürlich einmal hier oben die URL einmal kopieren. Hauptsache, ihr habt irgendeinen Link dazu. Also es gibt ja auch unterschiedliche Ansichten. Wenn man hier nicht Subscribe ist, dann ist das Gleiche. Oder man hat ja auch manchmal diesen Custom-Code hier. Damit kommt man ja überall auf die Kanal-Website und egal, was ihr da habt, das könnt ihr alles da reintippen. Also solange man damit im Prinzip zur Website kommt, ist alles in Ordnung. Bei mir wäre es zum Beispiel bei Twitch, twitch.tv/theLcraft. Dann kann ich hier sagen, verknüpfen, beziehungsweise vorher noch ein https://, natürlich. Und dann kann ich mich verknüpfen. Das muss er nochmal autorisieren und dann wird das eben halt überprüft und er überprüft jetzt auch direkt, ob man 1000 Abonnenten hat. Das heißt, ihr müsst nicht mehr eine E-Mail hin und zurück schicken und das Ganze ist auf jeden Fall etwas einfacher. Wie gesagt, kann ich euch jetzt nicht direkt zeigen, da ich den YouTube-Kanal nicht habe. Danach müsst ihr noch die Sprache und Region auswählen und dann noch einmal hier natürlich die ganzen Sachen akzeptieren, wie natürlich immer. Und dann noch abschicken und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig mit dem Bewerbungsverfahren. Wichtig dazu zu wissen ist, dass ihr nicht einfach euren Creator-Code aussuchen könnt, also wie der Name des Creator-Codes ist, sondern der wird eben halt je nachdem, wird danach genommen, wie man eben halt in-game heißt. Maximal 10 Zeichen darf das enthalten, minimal braucht man 3 Zeichen. Der Name darf auch einen Unterstrich, einen Bindestrich oder einen Punkt enthalten. Wenn aber andere Sonderzeichen drin sind, wie zum Beispiel diesen Smiley, den haben ja häufig viele im Namen, der wird dann durch etwas anderes ersetzt und es wird eben halt genau dieser Name, den man in-game gerade hat, der wird als Creator-Code benutzt. Das heißt, falls ihr eben halt einen anderen Creator-Code haben wollt, müsst ihr euch einmal in-game umbenennen und dann könnt ihr das Ganze machen. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal sonst umbenennen, also den Creator-Code sonst nochmal umbenennen und dafür müsst ihr immer eine E-Mail an den Epic Games Support schreiben. Das Ganze könnt ihr aber auch nur einmal in 12 Monaten machen, das heißt einmal pro Jahr könnt ihr euren Creator-Code-Namen ändern. Danach müsst ihr dann nur noch einmal auf Abschicken klicken und dann wird der Creator-Code aktiviert. Ich weiß immer nicht, wie schnell das Ganze geht. Kann sein, dass es instant geht. Ich glaube, es müsste aber relativ schnell sein, weil wir heute den 30.11. haben, die Safe eben mal das so haben, dass man auch bis zur neuen Season dann locker den Creator Code haben kann. Also es wird wahrscheinlich nicht manuell nochmal überprüft oder vielleicht erst später manuell nochmal überprüft, wenn man vielleicht ein bisschen Geld schon dort gesammelt hat. Aber ansonsten müsst ihr, glaube ich, ziemlich instant euren Creator Code schon bekommen können. Und damit geht das auf jeden Fall oder sollte es auf jeden Fall deutlich schneller gehen als im vorherigen Verfahren. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu wissen muss. Natürlich tausende Follower braucht ihr auf irgendeiner Plattform, um das Ganze machen zu können. Ansonsten kann das aber jeder machen. Und wie gesagt, YouTube-Kanal wird demnächst noch irgendwann aktiviert. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall zeitnah. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich werde euch natürlich informieren, falls mein Creator-Code kommt. Ansonsten wisst ihr auf jeden Fall, dass TheLcraft heißt. Kann man ja, wie gesagt, jetzt so oder so nicht mehr ändern. Und tragt ihr natürlich gerne einen, wenn ich den habe. Ansonsten für die neue Season tragt natürlich euren Lieblings-Creator eine, denn das supportet natürlich jeden Einzelnen immer kostenlos. Wichtig dabei zu wissen ist aber, dass das jeder neu aktivieren muss. Das heißt, egal, ob ihr schon vorher einen Creator-Code hattet oder nicht, ihr müsst das Ganze hier nochmal machen und dann könnt ihr euch erst
können wieder andere erst den Creator-Code benutzen. Das heißt, es sollte sich auch jeder, der insbesondere eben halt schon vorher das hatte, der sollte sich immer hier nochmal bewerben. Damit war es dann auch schon alles, was man zum Creator-Code wissen muss. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wir sind jetzt auch noch live auf Twitch. Schaut da gerne vorbei. Wir werden ungefähr bis 0 Uhr noch live sein und dann bis zum nächsten Video oder bis zum morgigen Stream. Ciao.